Schau, mein Freund, ich bin Steve Okunola. Wir unterhalten uns in diesem Abschnitt über die Aussage von Yeshua, dass er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich lese dir mal den Abschnitt vor. Du hast es sicherlich schon x-mal dir angeschaut aus Johannes Kapitel 14 und in Vers 6. Yeshua spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die andere Frage, die es sich stellt, wenn wir das lesen, denn Yeshua spricht auch im Johannesevangelium, dass es gibt Diebe und Räuber, die auf eine andere Art und Weise versucht haben, in das ewige Leben, das heißt die Verheißung zu ergreifen. Ich lese dir mal vor aus Kapitel 10. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Kapitel 10 und in Vers 7 sagt er, da sprach Yeshua wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Und es gibt eine Stelle, wo Yeshua sagt, dass meine Schafe hören meine Stimme. So, wenn Yeshua der einzige Weg ist, müssen wir jetzt für uns verstehen, wer ist dieser Dieb und wer ist dieser Räuber? Was ist dieser andere Weg, den Menschen versuchen werden, zu nutzen, um das ewige Leben zu ergreifen? Und weswegen wird unser Meister sagen, das ist ein Dieb und ein Räuber? Es gibt eine Stelle, wo Yeshua sagt, dass alles, was ihr in meinem Namen erbittet, würdet ihr bekommen oder wird euch widerfahren. Und oftmals haben wir es vielleicht so verstanden, dass wenn wir ein Gebet aussprechen mit das, was wir uns erwünschen oder was wir gerne haben möchten und dann am Ende des Gebetes einfach sagen, im Namen Jesus, dann ist das damit gemeint. Alles, was ich im Namen Jesus erbitte, das wird mir widerfahren. Das heißt demnach, ich muss das Gebet, so gut es geht, immer fleißig und artig, ganz treu, immer mit im Namen Jesus abschließen. Das ist nicht, was Yeshua meint. Yeshua meint, dass wenn es nach seinem Sinne ist, wenn es mit ihm übereinstimmt, wenn wir geführt sind durch seinen Geist, dann wird uns das widerfahren, was wir erbitten, weil wir können nichts anderes erbitten, außer dass wir den Willen des Vaters tun wollen. Ist aber die praktische Realität in unserem Leben, ist es halt nicht so, dass wir uns vielleicht auch oftmals fragen, wo stehen wir überhaupt? Und manchmal ist es vielleicht so, dass manche Menschen stellen die Frage, dass, wieso zweifelst du noch? Wenn du im Glauben bist, dann musst du doch sicher sein, dass einmal, wenn du Yeshua angenommen hast, steht in der Schrift drin, dass alle, die auf den Namen des Herrn rufen oder den Namen des Herrn anrufen, je nach wie wir es da übersetzen, werden erlöst werden. Alle, die zu ihnen rufen, werden erlöst werden. Dennoch sagt Yeshua, dass es wird eine große Menge geben, die am letzten Tag sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen gepredigt, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, und er wird sagen, weichet von mir, ihr Übeltäter, ihr Übertreter des Gesetzes, ihr Gesetzlosen, ich habe euch nie gekannt. Jetzt ist die Frage, wie geht das? Wenn man zum Beispiel die Bibel predigt oder verkündigt, oder man sagt, dass Yeshua ist der Messias, ist das nicht ein Indiz dafür, dass der im Glauben ist, dass er das sichere Leben hat? Meine Tendenz und was ich glaube, ist, dass 99,9% von denen, die predigen, ist die Frage, ob sie überhaupt erlöst sind. Das ist mein Glaube. Das schließe ich mir mit ein. Ich schließe mich mit ein und ich stelle mir oft die Frage, wo stehst du mit Gott? Ich meine das jetzt wirklich ernst, ich stelle die Frage oft. Und dann wird jemand sagen, der zweifelt schon. Im Korintherbrief steht drin, dass überprüft euch, ob ihr im Glauben seid. Du musst dich selbst überprüfen, ob du im Glauben bist. Weil es gibt Eigenarten, es gibt Wesenszüge, die wir noch haben, wo wir uns fragen, ist das der Messias am Wirken? Und die meisten, die predigen, da gehe ich davon aus eigentlich, das ist die Frage, ob man da jemals eine Grundlage haben wird. So traurig es ist. Natürlich suche ich auch Brüder und Schwester und ich denke nicht, dass ich der Einzige bin, der richtig ist. Und dazu kommt, dass vieles von was ich lehre, steht in der Bibel wirklich. Das heißt, du wirst, wenn du hier meinen Kanal dir anschaust oder die Webseite, du wirst viele Dinge da erfahren, die in der Bibel stehen. Das heißt, die verhalten sich so. Ob es um Israel geht, den Sabbat, die Tora, die Gültigkeit, dass das Heil aus den Juden kommt, es wurde Israel gegeben. All die Sachen stimmen, das sind faktische Wahrheit, das kann jeder aber nachlesen. Okay?
Das heißt, wer ist jetzt dieser Dieb und wer ist dieser Räuber? Warum reden wir über dieses Thema? Also es liegt mir sehr, sehr schwer, speziell in den letzten Jahren, aber es wird immer schwerer auf dem Herz, das zu überprüfen. Ich gehe davon aus, wirklich, dass fast jede einzelne Gemeinde, die sich irgendwo trifft in einer Regelmäßigkeit, dass die schon verkehrt ist. Aus folgendem Grund. Ich glaube, dass kollektiv die geistige Art oder die geistige Welt zusammengebrochen ist in der Form, wie sie öffentlich anbetet. Denn in keinem von den Gemeinden, wo du heute reingehst, siehst du das gepredigt, was die Apostel gelehrt haben. Ich kenne keine. Und das ist nicht, weil wir auf dem Finger mit dem Finger auf Menschen zeigen wollen. Ich denke, dass die Schrift damit meint, dass ihr sollt aus Babylon rauskommen. Die Problematik ist, dass während wir aus Babylon rauskommen, gründen wir neue Gemeinschaften und die sind ebenfalls Babylon. Okay? So, und es fängt an, wenn jemand predigt im Netz und oder er predigt da im Internet oder er predigt auf dem Podium oder auf der Straße. Man kann die Intention seines Herzens nie sehen und ob er erlöst ist, das weiß keiner. Das heißt, wenn ich sage, ich glaube zu 99% oder zu 80% oder zu 100%, dann ist es mein Empfinden. Es muss nicht der Wahrheit widersprechen, aber Jeschua sagt, dass wenige sind es, die das Leben finden. Wer ist jetzt dieser Dieb und dieser Räuber? Wenn wir Menschen Jeschua verkündigen und wir sagen, komm zum Herrn, was ist, was wir verkündigen? Was ist die Frage von den Menschen? Was ist es, was wir sagen? Vielleicht haben wir es auch so mal beigebracht bekommen, dass wir den Menschen von Glück und Wonne oder dass sie ein erfülltes Leben oder dass sie halt verstehen, wer sie sind oder dass sie Annahme von Gott bekommen etc. Das ist alles nicht, was das Evangelium bedeutet. Warum wir Jeschua predigen, ist, dass Jeschua ist der Einzige, der das ewige Leben geben wird, nach seiner Weise und auf seine Bedingungen, die er festgeschrieben hat, die er gelebt hat. Das ist die Bedingung des ewigen Lebens. Das heißt, das ewige Leben ist ein Geschenk, aber es wird nicht jedem zuteil. Das heißt, wenn es ein Geschenk wäre, dann müsste man noch fragen, warum schenkt Gott es nicht jedem? Warum gibt es viele Menschen, die ins feurige Pfuhl kommen werden? Warum ist es so, dass die meisten Menschen kommen ins feurige Pfuhl? Gerade von denen, die gesagt haben, sie glauben. Natürlich wird hier vielleicht dein Pastor oder ein Leiter oder ein Freund oder irgendjemand jetzt sagen, schalte dieses Video ab, der Mann ist nicht mehr zurechnungsfähig. Ich bitte dich nur, dass du zuhörst und schaust, was die Bibel sagt. Ich stelle mir diese Fragen auch. Ich sehe die Hand des Vaters in meinem Leben immer wieder und dennoch, ich gehe immer wieder vor ihn und frage ihn, Vater, wie sieht's aus? Wie bist du zufrieden mit den Dingen, die ich mache, wie ich sie mache? Und manchmal in meiner Seele, ich sage mir, das kann nicht vom Vater sein. Vom Wesenszug her oder von Gedanken her, das kann nicht vom Vater sein. Und es ist gut, dass wir uns daran messen, was die Heiligkeit des Vaters ist, denn er tröstet uns immer. Immer wieder tröstet er uns und er gibt uns Hoffnung, weiterzumachen. Und da bist du geborgen in ihn, dass du weißt, du hast das ewige Leben. Aber du musst immer wieder diese Gefahr vor Augen haben, dass die meisten, die predigen, werden nicht ins ewige Leben kommen. Geschweige von denen, die noch nie was von ihm gehört haben oder nichts mit ihm zu tun haben wollen oder seinen Namen missbrauchen oder sagen, sie kennen ihn und leben in der Sünde. Die, die wirklich nach außen hin ein heiliges Leben geführt haben, viele von ihnen werden nicht das ewige Leben erfahren. Jetzt müssen wir uns fragen, warum? Warum ist es so schwer? Wenn das so schwer ist, warum hat es Gott uns überhaupt auferlegt? Ist es schwer? Es ist nicht schwer. Die Frage ist halt nur, wie gehen wir an die Sache ran? Also, was ist die Grundlage, dass jemand Jeschua nachfolgen kann, das Leben aufgeben? Man muss bereit sein, das eigene Leben aufzugeben. Wenn man bereit ist, das eigene Leben aufzugeben, dann fällt es einem nicht schwer, andere Dinge aufzugeben. Und was ist kostbarer als das Leben? Das Leben, was du hast, um hier zu leben, wenn du das verlieren würdest, Gott bewahre, wenn das weg wäre, dann gäbe es gar kein Leben mehr, um diese ganzen Sachen zu machen. Wenn man nicht bereit ist, das Leben aufzugeben, wird es einem schwerfallen, andere Dinge aufzugeben. So, machen wir die jetzt aus eigener Kraft. Wenn wir jetzt zu jemandem predigen und sagen, du sollst Jesus annehmen wegen Glück und Wonne und jemand sagt, ich habe aber schon Glück und Wonne, ich bin sehr erfolgreich im Geschäft oder ich habe sogar andere Religionen erkundet und die gefallen mir auch sehr gut, zum Beispiel Spiritismus oder Meditation oder irgendwelche Übungen und wenn ich die mache, bin ich ausgeglichen und erfüllt. Das stimmt, das nehme ich sofort an und glaube das auch. Meditation, all diese ganzen Dinge, viel lesen, auf eine gewisse Art und Weise zu studieren, das erfüllt, es gibt nur nicht das ewige Leben. Ich habe nicht gesagt und Jeschua hat auch nicht gesagt, dass diese Dinge nicht erfüllen oder vielleicht nicht sogar anselig sind
Und die geben vielleicht jetzt auch einen Frieden und jemand glaubt, er hat das Heil. Aber er hat nicht das ewige Leben. Was ist jetzt das Trendzeichen zu erkennen, ob jemand das ewige Leben hat, ob jemand im Buch des Lebens steht vom Vater? Was ist die Bedingung? Und selbst der Apostel Petrus, als dieses soweit war, ohne dass der Heilige Geist dort in dem großartigen Apostel zu dem Zeitpunkt gewirkt hatte, konnte er es nicht verstehen. Das heißt, der fleischliche Mann wird das nicht verstehen und wir sollen uns ständig hinterfragen und alles, was da draußen ist, an Menschen, die sich zeigen, ich inklusive, wirklich die meisten Menschen, ich kenne ihr Herz nicht, verstehe mich bitte richtig. Ich habe sie noch nie, die meisten von ihnen, die predigen, ich habe sie noch nie kennengelernt, aber die Tendenz ist viel höher, dass der Mensch überhaupt gar nicht erlöst ist, als dass er erlöst ist. So gehe ich an die Sache ran. Dass die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel höher, dass in der Minute, wo jemand da predigt, dass er selber verwirrt ist und verführt, ist viel höher, als dass er in der Wahrheit ist. Das ist wirklich Tatsache. Also, Matthäus 16 und hier siehst du, dass der Maschiach lobt und preist den Petrus und sagt, du bist gesegnet, dass dir das offenbart worden ist, dass ich der Messias bin. Und genau nach diesem Lob passiert etwas. Von da an begann Jeschua seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Von wem muss Jeschua das erdulden? Aus welcher Hand? Von den Zöllnern? Rom hatte überhaupt kein Interesse gehabt. Hätten die ihnen das gar nicht vorgebracht, den Pilatus, hätte diesen Fall überhaupt gar nicht betrachtet. Wer wollte Jeschua töten? Ältesten, die obersten Priestern und Schriftgelehrten. Die wollen Jesus töten. Das heißt, ein Schriftgelehrter zu sein, zu predigen, ist wahrscheinlich viel gefährlicher, als ein Zöllner zu sein. Weil die sind die, ich habe in einem Video gesagt, die Elite der Verführer, das sind die am meisten den Herrn hassen. Es sieht noch nicht so aus, es kann ja auch gar nicht. Denn die predigen doch das Wort. Die Tatsache ist, dass die predigen das Wort, aber die sichern sich damit auch gewisse Dinge, die nichts mit dem ewigen Leben zu tun haben. Wie zum Beispiel mit dem Spiritismus. Ich gehe davon aus und zeige auch den Finger zurück zu mir. Ich gehe davon aus, wenn du einen Internetdienst hast, der ist wahrscheinlich schon falsch. Wirklich. Ich gehe schon davon aus, dass wenn wir überhaupt hier stehen und predigen, dass die meisten von uns verkehrt sind. Okay? Das heißt, das, was ich predige jetzt, ist die Wahrheit von dem Fakt her. Die Sache ist, wie sieht es in mir aus? Das ist der Unterschied zum ewigen Leben. Ob der Vater in mir etwas bewirkt, denn wir waren alle schon mal da, dass wir durch Religion oder Kirche oder Glaubenswege oder Hauskreise versucht haben, das ewige Leben zu ergreifen. Das ist der Dieb und der Räuber. Warum ist er ein Dieb und ein Räuber? Was versucht er denn? Er versucht, das ewige Leben zu bekommen, ohne die Bedingungen. Das ist, was ein Dieb macht. Ein Dieb nimmt sich gewisse Dinge, ohne die Bedingungen erfüllt zu haben, dieses haben zu dürfen. Und die Bedingung, dass jemand was haben darf, ist durch Arbeit. Es ist ganz interessant, dass die Dinge im Physischen, in der praktischen Welt genauso sind wie im Geistigen. Okay? Das heißt, die meisten Menschen glauben, sie müssen gar nichts tun, so wie mit diesem Dieb, der sich einfach das nimmt, ohne dafür gearbeitet zu haben. Und der Dieb im Geistigen will dieses ewige Leben haben, ohne dafür die Bedingungen erfüllt zu haben. Die Frage ist, was, wenn wir sagen, dass du kannst nicht aus Werke gerechtfertigt werden, was ist denn wahrhaftig die Bedingung, dass wir etwas tun können, um das ewige Leben zu bekommen? Wir können nichts tun, wir können nur Jeschua annehmen. Während wir Jeschua annehmen, müssen wir unser Leben hinlegen. Das ist die Bedingung. Das heißt, wenn es gewisse Dinge gibt, ich lese den Vers gleich zu Ende, die wir jetzt schon wissen, dass wir die zurückhalten, dann ist es ein Indiz dafür. So, und die Frage ist sehr, sehr interessant, weil ich habe die schon mal gestellt und auch schon mal ein paar Sachen dazu gelesen, dass jemand wurde gefragt, sag mir denn jetzt genau, was heißt es, woher würde ich erkennen, dass ich das Kreuz auf mich nehme, weil ich kann es aus mir ja gar nicht. Woran würde ich in meinem Leben sehen, dass ich das Kreuz wirklich auf mich nehme? Und das Kreuz, wenn ich das auf mich nehme, wird eine Freude sein,
weil meine Seele wird verstehen, das ist der richtige Weg. Wenn die Seele matt ist, dann ist es verkehrt. Wenn die Seele depressiv ist, dann ist es verkehrt. Aber obwohl es schwer ist, wird der Weg eine Freude sein, weil du weißt jetzt, du bist auf dem richtigen Weg. Deswegen, wenn Anfechtungen kommen, ist es nicht mal verkehrt. Man muss sich immer nur fragen, gerade Anfechtung ist ein Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Aber wenn Anfechtungen kommen, muss man erst einmal überprüfen, kommen Anfechtungen. Zum Beispiel, ich habe mal schon Fragen gestellt bekommen, dass ich werde jetzt abgelehnt von der Familie etc. aufgrund des Glaubens. Und die Verführung liegt darin, dass jemand glaubt, dass er wird angefochten wegen seines Glaubens, obwohl es daran liegt, wie er sich gibt und wie seine Person jetzt ist. Zum Beispiel, dass er vielleicht durch den Sabbat jetzt ganz, ganz streng und eng und engstirnig ist und Menschen vielleicht beleidigt und sagt, ihr wisst alles, ihr wisst gar nichts über den Glauben und lässt sich vielleicht einen langen Bart wachsen und wird vielleicht in der Gesellschaft erstmal anrüchig, zieht sich anders an, fängt an, überall alles auszusieben und zu diskutieren und sagt, ihr seid auf dem falschen Weg, und dann lädt man ihn ab, weil er einfach anstrengend ist. Und jetzt glaubt er, ich werde angefochten wegen des Glaubens. Und ist verführt, weil er wird ja angefochten. Das ist nicht die Anfechtung, die die Schrift meint. Die Anfechtung ist, dass wir werden gehasst werden, weil wir auf dem richtigen Weg sind, wie Kain den Abel gehasst hat, weil er auf dem richtigen Weg war und getötet hatte. Also, da nahm Petrus ihn beiseite, der leitende Apostel später, und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Und das ist der Satan, der am Reden ist. Das ist die einzige Grundlage, wenn wir das verstehen, dass wir versuchen, uns zu verschonen. Okay, und jetzt müssen wir das wieder in die richtige Balance durch den Heiligen Geist bringen. Denn Paulus schreibt, dass kein Mensch hasst sein Fleisch. Wir kasteien uns nicht selbst und suchen Schmerz oder gehen irgendwo hin, wo die Gefahr lauert, damit uns was passiert. Oder riskieren unsere Gesundheit auf eine unnötige Art und Weise. Oder riskieren unser Leben. Aus uns heraus, das ist auch Werksgerechtigkeit. Wir präsentieren unserem Leben vom Vater und sagen, Vater, dein Wille geschehe. Wenn etwas dir schwerfällt, überprüf es, ob es etwas ist, was du zurückhalten möchtest. Ich kann dir nicht die ganze Bandbreite geben, dein Leben ist komplett individuell. Aber das ist der einzige Weg, das ewige Leben, mein Leben hinzugeben, wenn ich Jeschua angenommen habe. Wenn er mich annimmt, fordert er mein Leben. Nicht eine Reformation, mein Leben umzugestalten, mein ganzes Leben. Und in diesem neuen Leben ist es klar, dass gewisse Dinge ihnen nie wohlgefällig sein können. Wenn du von diesen schon etwas weißt, dass die ihnen nie wohlgefällig sein können, verharre nicht in dem Trug, in dem Schein, dass er wird schon verstehen. Wenn du mit gewissen Dingen kämpfst, dann sei gewiss, er wird dir helfen. Wenn du diese Dinge hast, aber die widerfahren dir, weil du darin verstrickt bist, sei gewiss, er wird dir helfen. Aber wenn du keine Emotion mehr hast, wenn deine Beziehung, wenn deine Gesinnung zu der Sache schon eins ist, dass du sagst, es lässt sich nicht mehr ändern, dann ist es nicht von Gott. Okay? Ich möchte dir Mut machen, dass du es verstehst. Wirklich, Mashiach meint, das eigene Leben hinzustellen, hinzulegen. Das ist die Bedingung, das eigene Leben. Alles andere ist der, der es macht auf die Weise eines Räubers. Er predigt das Wort und glaubt dadurch, dass Gott schuldet ihm das ewige Leben, denn ich habe ja die Wahrheit verkündet. Aber in das Leben wurde nie eingegriffen. Die Erlösung, hier schließen wir gleich mit ab, beginnt inwendig. Das Kreuz ist inwendig, nicht äußerlich. Äußerlich, stell dir mal vor, jemand hat irgendwo ein falsches Verständnis gehabt zu den Tzitzis oder zu wie lang sein Bart sein soll. Aber er wurde komplett gereinigt. Nicht nur, dass er jetzt die Welt nicht mehr liebte, sondern er hat sein Wesen überwunden. Das ist, was dir am meisten schwerfällt, das weißt du selber. Was dir am meisten schwerfällt, abgesehen von Sucht und von Dingen, die man guckt, die nicht richtig sind, und von Gedanken, ist das eigene Wesen, Zorn, Ungeduld, diese ganzen Dinge, wovon das Neue Testament spricht. Und nur die Kinder Gottes, die bereit sind, dieses anzunehmen. Gott sieht es, ob jeder ruft zu Jesus, aber Gott sieht, dass einige meinen es nicht ernst. Das ist die Tatsache. Es ist nicht so, dass Gott einige hört und einige nicht und einige sind vorbestimmt, sondern er sieht das Herz, das von vornherein sagen, viele, ich kenne viele, 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 die sagen, das ist doch egal, wenn ich das mache. Das spielt doch keine Rolle, wenn ich das mache. Sondern du musst überprüfen, alles, was ich jetzt mache, soll Gott wohlgefällig sein. Im Zweifelsfall, wenn mein Gewissen dagegen zeugt, dann nicht machen. Wenn ich weiß, das geht gegen Gott.
Wenn ich im Unklaren bin und Gott sieht das und er schickt dir jemand und du hörst nicht, dann gibt es nichts mehr zu tun. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst. Das ist, was der Satan sagt. Steve, schone dich selbst, verschone dich. Jens, verschone dich. Thomas, verschone dich selbst. Es kann nicht so hart sein. Das widerfahre dir nicht. Das widerfahre dir nur nicht. Jeschua sagt, getötet werden. Nicht, ich werde da geschältet, ich muss getötet werden. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Denn Jeschua hat erkannt, wer da wirklich am Reden war. Petrus tat es nicht aus Wissenheit. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Der Teufel ist sehr dran interessiert und sehr darauf bedacht, das Fleisch zu bewahren. Denn er kann nur im Fleisch regieren. Er kann nicht im Geist regieren. Er kann nur im Fleisch regieren. Und deswegen muss das Fleisch komplett zerstört werden. Und wie das bei jedem Einzelnen aussieht, das weiß nur der Vater. Wenn der Tag kommt, wo der Herr mir es aufs Herz legt, hier nicht ein einziges Video mehr zu machen, dann sei es so. Wenn der Herr es möchte, bis der Herr es sagt, dass das, was wir hier machen und auf diese Art und Weise ist ihm wohlgefällig und das ist mein Gespür, dann ist es so. Und wenn mein Gespür falsch ist, dann wird er mich eines Tages korrigieren. Wenn mein Gespür richtig war, dann wird er es fahren lassen. Aber all das ist nicht, was er löst. All das ist nicht der Dienst. Die Videos und das Zeigen im Internet und die Netzwerke. Und deswegen sehe ich zum Beispiel eine riesengroße Gefahr in diesen Internetnetzwerken. Weil da ist die Bequemlichkeit, da etwas zu lesen und zu studieren. Und man glaubt, weil man viel Wahrheit jetzt lernt, viel Wahrheit, mentale Sachen versteht, dass man auf dem richtigen Weg ist, ist eine große Gefahr. Ohne dass jemand gesagt bekommt, dass dein Leben muss wirklich hingegeben werden für Maschir auf seine Art und Weise. Das heißt, es ist nichts, was du machen kannst oder was du jetzt bewirken kannst, sondern du schreist zu Gott und sagst in deinem Herzen, selbst wenn du es noch nicht verstanden hast, Gott wird es sehen und sagt, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Eine Minute später, vielleicht gibt es die Gefahr, haben wir alle Angst, aber in der Minute meinen wir es ernst. Gott sieht es, er wird dich stärken, er wird dich nicht fallen lassen. Er hat mich noch nie fallen lassen. Soweit ich es sehen konnte, alle, die im Glauben waren und auf ihn geharrt haben, die wurden nicht enttäuscht. Und viele sind zum Glauben gekommen, habe ich viele, viele erlebt. Ich kann dir Geschichten von jetzt bis zur nächsten Stunde, Menschen, die so fest Leiter im Glauben schienen, die heute ein Leben führen, die haben den Glauben nicht nur komplett abgesagt, sondern wenn ich dir sage, was sie heute machen, ich kann es nicht aussprechen. Ganz viele Menschen, die im Glauben waren und ich zittere, dass wenn man auf diese falsche Art und Weise reinfällt, eines Tages wird man verbittert, weil man nie wirklich den Glauben gegriffen hat. Man ist zum Glauben gekommen wegen etwas anderem, weil man etwas erwartet hat. Und wenn man dann feststellt, dass der Weg kann lang und schmal sein, der ist nicht zu ertragen, der Weg, außer dass Jeschua einen stützt. Und das ist da, wo viele zerbrechen, weil das Verständnis von vornherein falsch war. Möge der Herr uns helfen, kein Dieb und Räuber zu sein, sondern wirklich ihn zu haben als ewiges Leben, als Quelle, die uns wirklich zum Leben bringt. Möge der Herr dich stärken, dich auf allen seinen Wegen führen und leiten. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Shalom sei mit dir.